Hallo zusammen und herzlich willkommen zu einer neuen Folge 90 Sekunden mit Mauro. Heute geht es etwas länger. Das Thema ist Pfadi oder Pfadfinder. Es begann alles im Sommer 1907, als der pensionierte Kavallerieoberst Robert Baden-Powell auf der kleinen Insel Brownsea vor Poole ein Sommerlager durchführte. Daraus ist unterdessen eine weltweite Pfadi-Bewegung entstanden, der über 57 Millionen Mitglieder angehören. Allein in der Schweiz sind über 50.000 Mitglieder eingeschrieben. Ja, okay, das sind natürlich riesige Zahlen, eine mega interessante Entwicklung, aber was tut die Pfadi denn nun ganz konkret? Es muss gesagt werden, das Ziel der Pfadi ist die ganzheitliche Entwicklung von Kindern und Jugendlichen. Bei ihren Übungen, wöchentlichen Übungen, bei ihrer Kameradschaft, die geprägt ist von einem tiefen Vertrauen und einem Respekt, da lernen die Kids fürs Leben. Aber meine lieben Jungs und Mädels da draußen, meine lieben Eltern und Erziehungsberechtigte, die Pfadi tut noch viel, viel mehr. Zum Beispiel helfen sie bei Betagten bei einfachen Aufgaben im Haushalt. Sie gehen einkaufen, sie entrümpeln oder machen Reinigungsarbeiten. Die Pfadi hilft bei Hilfsaktionen mit. Sie engagiert sich stark im Naturschutz. Bei uns im Quartier unterstützen wir in der Pfarrei eine Pfadfindergruppe und sie helfen uns auch bei ausgesuchten Projekten innerhalb der Pfarrei. So gesehen sind die Pfadfinder bei uns in der Schweiz ein sehr wichtiger sozialer ehrenamtlicher Player. Ich glaube, dass das genügend Gründe sind, um bei der Pfadi mal anzuklopfen, bei der Pfadi mal reinzuschauen. Das kannst du tun, indem du mal bei einer Übung reinschnupperst, bei einem speziellen Schnuppertag mitmachst oder dich einfach mal meldest bei der lokalen Pfadi. Wenn du nicht weißt, wie, wo, was, wo, dann googlest du mal Pfadi in deiner Region und du wirst fündig. In diesem Sinne wünsche ich euch allen gottesreichen Segen und allzeit bereit. Tschüss.